Und das liegt einzig und allein an der hellen Oberfläche vom Schnee. Und deswegen wäre es schon allein aus diesem Aspekt schon auch meiner Meinung nach interessant, was passiert, wenn man diese Haare einfach mal Schnee bedecken würde. So rein gedankenspielmäßig. Weil da wird ja sehr viel Sonnenstrahlung reflektiert, dadurch auch sehr viel Wärme und Laubdecay ist nicht drin, sonst wäre der Baum schon verschwunden. Ich glaube, dann warten wir wirklich noch, bis Laubdecay wieder sicher drinnen ist, bis hier die Bäume wieder abfällen und verbringen unsere Zeit stattdessen hier mit dem Durchgang. Hier, das ist, glaube ich, besser. Oder? Ja, ich denke schon, dass das besser ist. So. Oh. Gut, da haben wir auch schon wieder keine Spitzhacken mehr. Hallo Schwein. Nee, geh weg. Erstmal wieder jede Menge Steine in die Kiste hauen. Es ist immer wieder das gleiche Prozedere. Wir laden stackweise den Stein ab, gehen dann an die Werkbank und craften uns neue Spitzhacken. Okay, dafür brauchen wir aber noch zwei Steine. Sonst geht das nicht auf von der Anzahl her. So. Ich bin Vicky, ich habe gleich eine Idee. Nein, eigentlich juckt mir nur die Nase. Aber das braucht ja keiner wissen. So. Ja. Gibt es sonst noch großartig was zu erzählen? Ja, außer dass der Winter dieses Jahr ja irgendwie Stand jetzt gar nicht wirklich stattgefunden hat. Also wir hatten, glaube ich, 2 Wochen Schnee, auch in München. Und da habe ich auch eine Sache festgestellt. Wir haben ja immer gedacht, bei uns auf dem Land ist der Räumdienst im Winter wirklich schlecht. Ja? Also man wartet schon eine gute Zeit, weil ich meine, wer rechnet denn bitte im Winter mit Schnee? Da ist man, wie bei der Deutschen Bahn, da ist man jedes Mal wieder überrascht, wenn das passiert. Es ist halt leider wirklich so. Und es war ganz lustig. Es war einmal, als ich nach München mit der Bahn wieder fahren durfte, weil ich weiter studiert habe. Da hat es am Abend tatsächlich richtig schön geschneit. Was ist passiert? Natürlich, es war doch kein Räumdienst unterwegs, weil wer rechnet denn bitte schon mit Schnee im Januar? Ja, das ist so unwahrscheinlich, dass da Schnee kommt. Ich meine, hallo, es ist ja so fast. Ich meine, ist denn Winter im Januar, ne? Und auf jeden Fall hieß es dann, ja, oh mein Gott, wir müssen ganz früh los, weil sonst kriegt ja den Zug nie. Und ich habe einfach nur gedacht, ja. Liebe Mom, es ist ja sehr nett, dass du dir Sorgen machst, aber hallo, ich fahre mit der Bahn. Die rechnen doch auch nicht mit Schnee. Noch dazu, dass der Zug ja aus Salzburg kommt. Und Anschluss aus Lokalbahnen, die wirklich in relativ engen Alpentälern fahren bei uns. Ja. Und auf die ja immerhin wartet. So Berchtesgaden. Und lauter solche Bähnler, auf die wartet ja der Zug in Freilassing. Als ob der da pünktlich kommt. Ich habe dann gesagt, ja, ich schick dir dann, wie viel Verspätung der Zug hatte. Wir waren tatsächlich pünktlich am Bahnhof, aber ich durfte dann trotzdem 10 Minuten im Schneegestöber stehen. Einfach aus dem Grund, weil der Zug 10 Minuten Verspätung hatte. Ja, also, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie Verkehr, also irgendwie Straße, also alle möglichen Arten von Verkehr,
sind ja total, also hier funktionieren mit Schnee ja gar nicht. Ich glaube, der einzige Verkehr, der im Schnee wirklich funktioniert, ist der Verkehr auf der Skipiste oder auf der Langlaufloipe. Weil die Pistenbullis, die freuen sich ja, wenn Schnee da ist. Die sind nicht überrascht, sondern die warten ja richtig immer auf den Schnee, damit sie die an die Arbeit gehen können und die Pisten für die Skifahrer errichten können, die dann ordentlich Geld in die Kassen spielen sollen. Was leider auch nicht immer funktioniert. Ja. Also bei uns in der Region gibt es sehr viele Skigebiete, die tatsächlich im Winter Verlust machen. Natürlich ist dann immer wieder fraglich, warum die dann überhaupt noch Skibetrieb anbieten, wenn es sich für sie eh nicht rechnet. Das ist eine durchaus berechtigte Frage eigentlich. Ich mach mal den Sound ein bisschen leiser. So auf 50%. Weil ich gerade in OBS sehe, dass der doch ordentlich ausschlägt. Und auf jeden Fall, da denkt, kann man sich dann schon mal denken, warum stellen die dann den Skibetrieb eigentlich nicht ein? Also ein Skigebiet aus der Region kann ich da erwähnen. Zum Beispiel die Kampenwand. Die Kampenwand hat folgendes Zeug. Also quasi eine Klausel. Sie macht im Sommer ganz guten Gewinn, weil der Berg ein Aussichtsberg im Chiemgau ist und die Bahn halt auch an einen Höhenwanderweg anschließt, den wirklich auch Rentner gehen können zur Steinlingalm rüber. Der ist flach, hat eine wunderschöne Aussicht und ist auch sehr breit. So 2 bis 3 Meter ist er durchgehend breit, ist quasi so eine Art Forststraße. Nur halt ohne Straße, sondern einfach wirklich ein sehr großzügig angelegter Wanderweg. Und klar, das zieht natürlich Leute an. Andererseits, das Skigebiet ist ja quasi dann das genaue Kontrastprogramm dazu. Wir haben das durch heute so, welche Skigebiete sind erfolgreich? Zu einem erfolgreichen Skigebiet heutzutage gehören einmal Abfahrten, die so gebaut sind, dass wirklich jeder runterkommt, die platt sind, dass man mit möglichst wenig Schnee auskommt. Und natürlich schneesicher soll es sein, mit Beschneiung, mit künstlicher, ja. Das alles hat die Kampenwand zum Beispiel absolut gar nicht. Moderne Liftanlagen, ja, sind auch fehl am Platz. Der modernste Lift ist ein dieselbetriebener Doppelsessellift mit Lattenrostsitzen. Das heißt, da zieht es teilweise auch ordentlich. Hinten im Kreuz. Also das absolute Gegenteil von modern. Und dann gibt es noch einen Einersessellift. Ja, es gibt Sesselbahnen, wo man alleine auf einem Sessel sitzt. Man mag es kaum glauben in der heutigen Zeit. Und der ist tatsächlich aus den 50er Jahren noch ein Überbleibsel, genauso wie die Bergbahn selber. Und das schreckt natürlich viele Leute ab. Und die Lüfte da oben haben deswegen noch Skibetrieb, weil, sagen wir mal so, selbst langfristig gesehen, ist es für die Bergbahnen rentabler, im Winter ein leichtes Minus zu machen, als das Skigebiet dicht zu machen und alle Anlagen rückbauen zu müssen. Das ist nämlich das Problem. Wenn ihr nämlich da um den Skibetrieb, also wenn der Betreiber den Skibetrieb einstellen will, dann ist er dazu verpflichtet, warum auch immer, irgend so eine komische Vertragsklausel anscheinend. Ich habe das vor 5 oder 6 Jahren mal durch Zufall aufgeschnappt, dass der, wenn er einstellen will, um die Anlagen abbauen muss. Und das ist schweineteuer. Deswegen sagt er sich so nach dem Motto: Betreiben wir den Spaß einfach mal weiter. Je weniger Schnee es hat, desto besser für uns, weil desto weniger machen wir Verlust. Und wenn Schnee liegt und wenn gut Schnee liegt, ist das Skigebiet auch durchaus gut besucht, weil es halt ein Geheimtipp ist.
Fernab da, ja gut, fernab der Massen ist natürlich gut, wenn es dann gut besucht ist. Da fahren dann schon auch einige Leute. Aber es ist halt nicht so übertrieben voll. Und es geht auch noch ruhig zu. Das ist eigentlich das Schöne dran. An solchen Skigebieten. Und die machen halt tatsächlich im Winter Verlust. Und das ist bei uns in der Gegend eigentlich quasi gang und gäbe, dass die Bergbahnen den eigentlichen Gewinn im Sommerbetrieb machen. Das ist, wenn man das so hört, eigentlich fast ein bisschen traurig. Weil man halt dann in letzter Konsequenz damit halt rechnen muss, dass alle noch verbleibenden Leute, die halt tatsächlich noch Ski fahren, nach Österreich abfahren, damit tonnenweise an CO2 produzieren. Und ja, ist sehr kontraproduktiv ist eigentlich. Und das kann langfristig auch nicht erfolgen, also auch nicht gut sein, wenn man die ganze Zeit ins Ausland fährt. Ich meine, Österreich ist es nicht wirklich weit weg, aber es ist auch nicht so nah, dass man so sagen kann, ja, es ist legitim, wenn man da zum Skifahren hinfährt. Also, ich finde es persönlich definitiv nicht toll, wenn man da wirklich rüberfährt, um Ski zu fahren. Weil es hier halt auch Skigebiete gibt. Und die sind eigentlich viel schöner als die ganzen Großraumgebiete, die mit irrsinniger Werbung die ganzen Massen anlocken. Muss halt wieder lernen zu entschleunigen. Das war mir in der heutigen Zeit wichtig. Eigentlich. Dass man wieder lernt, abseits der Massen sich zu bewegen. Ja. Dass man zum Beispiel. Es fängt ja schon mal ganz kleinen Dingen an, ja. In welchem Dorf gibt es denn noch einen sogenannten Tante-Emma-Laden? Ja. Die sind meistens etwas teuer, das heißt, bei uns gibt's ja, bei uns hassen die ja da meistens Nahrung und Gut und werden von Edeka beliefert und gehören halt irgendwie zur Edeka-Kette direkt dazu und haben halt auch Edeka-Sortimente. Aber wer geht da denn hin, außer die Alteingesessenen vom Dorf, die halt, als es nur diesen Laden gab. Das heißt, bei uns gab es davon, also ich weiß von zwei. Vermutlich gab es auch mehr ursprünglich mal. Eigentlich von zwei solchen Läden. Einer davon existiert noch heute. Man glaubt es kaum, aber er hat es überlebt. Der Gute. Aber wer von den modernen Leuten geht da noch hin? Ja, die gehen alle zum Discounter ins Gewerbegebiet. Im Nachbardorf oder zum Edeka, zum großen Edeka bei uns im Dorf, ja. Aber niemand geht immer zum Tante-Emma-Laden, zum kleinen. Warum? Ja, keine Ahnung. Der große Edeka hat eine Frischfleischtheke, die hat einen relativ großen Getränkeabteil, die hat mehr Sortiment, bla bla bla, la la la. Schön. Weil man sich die Zeit nehmen würde, bei uns gibt es einen Getränkemarkt, wir haben einen eigenen Metzger, wir haben eben den Tante-Emma-Laden, für Zeitschriften haben wir dann auch noch einen Schreibwarenladen. Wir haben eigentlich alles, was es im großen Laden, also im großen Discounter gibt, quer übers Dorf verteilt in kleineren Einzelhandelsgeschäften, die allesamt mehr oder weniger ums Überleben kämpfen, weil alle nur ja dahin gehen, wo es alles auf einmal gibt. Das ist ja auch, glaube ich, das Erfolgskonzept, warum Real so erfolgreich ist. Und früher auch der Walmart. Ja, wir hatten tatsächlich einen Walmart. Man glaubt es kaum. Die Dinger gibt es ja, meint man, nur in Amerika, aber wir hatten einen in der Region.